Hallo meine lieben YouTuber, herzlich willkommen in Peters 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum auf meinem zweiten Kanal Peter Rockabilly 1950. Ja, nun folgt der zweite Teil hier von meiner Party DDR Lichterkette. Ja, logischerweise gibt es in einem deutsch-amerikanischen Diner selbstverständlich keine Partylichterkette. Da wird natürlich so, ich sag mal, im Diner-Look mit Neonlichtern gearbeitet und sowas, kann ich mir aber nicht leisten. Und ich habe euch ja schon gestern so ein bisschen was zu meinen Partylichtern erklärt aus der DDR. Ich habe euch gesagt gehabt, die sind ja vielseitig einsetzbar und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich sie doch zu Hause aufhänge, weil es hat ja auch eine sehr, sehr schöne, oder es kann eine sehr, sehr schöne beruhigende Atmosphäre geben. Ja, ich wollte eigentlich dazu Musik anmachen, aber ich weiß nicht, ob es dann wieder Beschwerden gibt wegen Urheberrechte von YouTube und ob das Video dann gelöscht, geblockt oder gesperrt wird oder was auch immer. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Ja, also ich habe mir gedacht, dass ich meine Partylichterkette über den, Hängeschränken aufhänge, weil ja, wo man schon so ein bisschen sehen kann, das Kabel ja hier ist, was dann im Nachhinein da reinkommt, das passt auch rein. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das jetzt befestigt worden ist. So, da oben hängt jetzt meine Partylichterkette aus der DDR. Einmal hier ringsrum, bis hierhin. Und dann runter mit dem Netzkabel zu der Steckdose. Ja, ich habe euch ja gezeigt, dass dahinter Haken sind aus Kunststoff. Die kann man ja vor und zurück, kann man die ja bewegen. Das sind halt bewegliche Haken. Und ich habe jetzt sehr, sehr gute Nägel genommen und die mit Nägel festgemacht. Und ja. Und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Ich gehe noch ein Stückchen zurück. Ja, jetzt natürlich, ich drehe mal die Kamera vorsichtig, jetzt natürlich, meine lieben YouTuber, machen wir mal die Vorhänge hier zu, weil draußen scheint nämlich noch sehr, sehr schön die Sonne. So, ob wir natürlich den Effekt jetzt erreichen, den ich mir erhoffe, weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. Deswegen seien Sie gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, ich weiß, hier fehlen auch noch Gardinen. Das kommt aber noch. Ich habe da schon welche bei der Haushaltsablösung gefunden. Die müssen noch gewaschen werden. Und eventuell muss ich die auch zuschneiden. Ausmessen und zuschneiden. So. Mal kurz mal vorsichtig hier so zuklappen. So. Ja, dann drehe ich jetzt mal wieder die Kamera. Ja, das ist euch ja schon bekannt. So, jetzt haben wir hier die Vorhänge zu. Da haben wir jetzt auch die Vorhänge zu. Und jetzt, also dass sie funktionieren, da muss ich natürlich vorweg sagen, das wusste ich schon, wo ich sie gekauft habe. Denn es waren ja zwei Verkaufsfotos drin, einmal vom Karton und einmal, dass die auch wirklich leuchten. Und wie das jetzt natürlich aussieht, weiß ich nicht. Also so, jetzt nehmen wir den Netzstecker hier. So, stecken den vorsichtig in die Steckdose. Hier muss immer ein bisschen geruckelt werden, weil die Steckdosen sind ein bisschen hakelig, sage ich mal so. Hakelig. Aber trotzdem, Netzstecker passt. So, jetzt gehen wir mal Richtung Partylichterkette und schauen uns das Ganze mal an. So. Ah, das sieht doch klasse aus. Also
Mir persönlich gefällt es, euch muss es nicht gefallen, aber vielleicht mache ich heute Abend noch mal so einen kleinen Shot, wenn es noch ein bisschen dunkler ist, aber ja, wir sehen, dass die Partylichterkette ihren Zweck erfüllt. Es leuchtet weder zu stark, zu doll oder sonst irgendwas. Es ist ganz dezent. Wir haben ja diese, ich sag jetzt mal, sogenannten Fahrradbirnen drin, die etwas eine spitzige Spitzform haben vom Glas her, von der Birne. Natürlich mit einer anderen Watt- und Voltzahl als wie. Aber ich könnte mir sicherlich vorstellen, dass wenn man hier Fahrradbirnen reindreht, dass das auch funktionieren würde. Wie lange, weiß ich nicht. Also von daher, ja. Ich werde das erstmal vorläufig so lassen. Ich werde aber selbstverständlich noch was im Baumarkt kaufen und dann das noch ein bisschen etwas ausbessern. Aber zumindest habe ich schon mal so. So habe ich gestern mir gedacht, was machst du in dein Hauszelt rein, und dann vielleicht werden die geklaut, man weiß ja heute nicht. Dann dachte ich mir, vielleicht kommt auch mal Unwetter oder passiert irgendwas, kann ja immer passieren, und dann sind die kaputt. Und dann dachte ich mir, naja, hier bei den Rundbogen, wo es halt da reingeht, zu meinem Wohnzimmer, dachte ich mir, hier so rum oder hier oben drüber, so, dann dachte ich mir, nee, dann habe ich mir gedacht gehabt, naja, vielleicht um die Lampe an der Decke so einen Kreis vielleicht machen, dann dachte ich mir, vielleicht so auf dieser Gardinenleiste, und dann dachte ich mir auch, nee, und dann habe ich mir gedacht gehabt, um das Ganze einfach besser in Szene zu setzen, wenn man dann hier so quasi sitzt, also jetzt hier mein Picknickkoffer, der zum Beispiel, der hier ist, der bleibt ja hier. Der Koffer, Reiseplattenspieler, der ist ja, ja, der wird genutzt im Urlaub, sonst ist er Deko. Und da ich sowieso so wenig Besuch habe, bleibt er erstmal auch, aber der kommt dann nachher noch wahrscheinlich ins Schlafzimmer. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ihr müsst euch das abends so vorstellen, wenn ihr hier so sitzt oder halt in meiner Leseecke hier sitzt. Ja, ich finde, es hat was. Ja, es macht eine gemütliche Atmosphäre. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen, teilen erwünscht. Und dann ziehen wir mal hier gleich den Stecker wieder und dann gehen die Lichter aus. Es gibt kein Kippschalter, gibt es wirklich nicht. Könnte man aber noch nachrüsten, das wäre jetzt kein Problem. Aber dann wäre es wieder nicht so ganz original für mich, und ihr wisst ja, meine Elektrogeräte stecke ich ja eh alle raus. Ja, so, das war der zweite Teil von meiner Partylichterkette aus der DDR. So, des Weiteren geht es gleich weiter hier, weil das wäre sonst zu kurz. Ja, heute war noch Flohmarkt in Niedersachsen, in Nürten-Hardenberg. Ja, und ihr seht ja, meine Alu-Blechschilder hier und da, so ein bisschen. Und neu dazu gekommen ist dieses wunderschöne Alu-Blechschild. Ist eine schöne Frau drauf, auf einer richtig heißen Maschine. Ich hoffe, dass dieser Ausdruck erlaubt ist zu sagen. Route 66 Motel. Kaffee, dachte ich mir, passt irgendwie gut rein, auch von den Farben her, so ein bisschen cremefarben, so ein bisschen Pastellton, und dachte ich mir, das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, es passt einfach rein. Also ich gehe jetzt mal ein Stückchen zurück, vielleicht wirkt das dann noch so ein bisschen besser. Nee, jetzt kann man leider nichts mehr sehen, das heißt, wir müssen tatsächlich die Vorhänge wieder aufmachen, dann wird es hier wieder heller.
weil sonst sehen wir ja nichts. So. Und jetzt machen wir mal das Licht hier wieder aus, weil das blendet nämlich ganz schön. So. Also es ist ja, wie gesagt, ihr seht ja, es ist schon bei Tag. Auf jeden Fall, ja. Das ist meine neueste Errungenschaft heute vom Flohmarkt. Nagelneu, noch in Schweißfolie verpackt gewesen. Des Weiteren, die Firma Amiga, sehr bekannt auch in der DDR. Nach meinen Recherchen, ich kriege das jetzt vielleicht nicht so zu 100% ausgesprochen, was ich gerade sagen wollte, aber ihr wisst ja hoffentlich, was ich meine. Ja, jetzt muss ich gerade nur mal gucken, wo ich diese Schallplatte hingepackt habe. Und dann würde ich sie gerne euch zeigen wollen. Ja, jetzt finde ich gerade diese schöne Schallplatte nicht. Ich weiß gerade akut nicht, wo ich sie hingepackt habe. Aber wir machen Folgendes. Ich werde nachher, wenn es dunkel ist, nochmal einen Shot machen, damit die Party-Lichterkette nochmal ein bisschen besser zugeht und kommt. Es muss ja auch das gewisse Licht sein, dass man schön im Dunkeln auch filmen kann, weil, wie gesagt, das ist ja nur so ein ganz, ganz einfaches Handy. Es ist nichts Hochwertiges. Deswegen machen wir das einfach nachher mal so, dass ich euch das dann einfach in meinem Shot in so einem kurzen Video zeige. Oder? Nee, ihr habt Glück, ich hab's gerade gefunden. So. Ich habe sie ja vorne auf der Fensterbank gepackt. So. Hier haben wir, ich packe sie jetzt mal hier oben drauf, aber einen Shot gibt es nachher trotzdem noch, vielleicht sogar mit der Musik. So, Amiga Stereo. Hier haben wir so Musik aus den 60er Jahren, also hier haben wir so A-Kollektion of Beatles, Oldies. Ich fand auch das Cover schön. Ja, der Zustand von dieser Schallplatte lässt zu wünschen übrig und dennoch ist es schön. Wir haben hier Musik auf der ersten Seite von 1963 bis 66 und auf der zweiten Seite auf der LP haben wir Musik von 1963 bis 66, ja. Ich habe noch nicht reingehört. Ich fand aber, wie gesagt, das Cover so schön. Schallplatte innen drin ist auch nicht zerkratzt, ist alles in Ordnung. Ich gucke mal, dass ich sie nachher in den Shots mal mit vorführe. Aber die Beatles sind uns ja bekannt und, naja, mal gucken, was wir uns hier so Schönes angelacht haben. Ja, das war's auch erstmal wieder. Liken, abonnieren nicht vergessen, teilen erwünscht. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns vielleicht nachher nochmal in mein 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.